Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Der Politikstammtisch wünscht euch einen schönen sonnigen Sonntag und heute wird mal rumgegendert. Nein Leute, keine Sorge, auf diesem Kanal wird nicht gegendert. Doch schauen wir uns mal die Gendersache so an. Wegen Gendersprache, Frontalattacke auf ARD und ZDF. Rums, Millionen Zuschauer von ARD und ZDF sind irritiert. Immer mehr ärgern sich. Naja, Leute, da habe ich gleich am Anfang was für diese Leute, die ARD und ZDF schauen. Ist doch eure Schuld. Was guckt ihr denn diesen Hafengäse? So, worum geht's? Krude Wortschöpfungen, gesprochene Kunstpausen zur Betonung der weiblichen Form. Zum Beispiel ÄrztInnen, Trennungssternchen gegen den Genderkrampf der Öffentlich-Rechtlichen, formiert sich jetzt der Widerstand in der Politik. FDP-Vize Wolfgang Kubicki: Wenn Elitensprache benutzt wird, um Nachrichten zu übermitteln, dann nimmt man in Kauf, dass sich ein großer Teil der Menschen sprachlich ausgegrenzt fühlt. Der Liberale sorgt sich um das Ansehen des gebührenfinanzierten Rundfunks. Die Gefahr ist real, dass hieraus ein Akzeptanzproblem erwächst. Der CDU-Wirtschaftsrat will Gendersprache bei ARD und ZDF sogar verbieten. Generalsekretär Wolfgang Steiger zu Bild: Gerade Behörden und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind zur Neutralität verpflichtet. Sie sollen grammatikalisch korrekt und ohne ideologischen Überbau kommunizieren. Steiger will von den Moderatoren, dass sie grammatikalisch korrekt und ohne ideologischen Überbau sprechen. Verständlichkeit sei das Wichtigste. Gendersterne, Unterstriche oder Binnen-Is verkomplizierten die deutsche Sprache noch mehr. Zuvor hatte Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploss eine Initiative zum Verbot des Genderns in Behörden und Unis gestartet. Plus zu Bild: Niemand sollte in Deutschland gezwungen werden zu gendern. Naja, Leute, meine Meinung kommt zum Schluss. Die Sender zeigen sich unbeeindruckt. Eine ZDF-Sprecherin sagte, es stehe Moderatorinnen und Moderatoren frei, sprachliche Mittel für eine diskriminierungsfreie Aussprache zu finden. Auch die ARD lehnt Vorgaben ab, mit Ausnahme des MDR, der weiter auf Gendersprache verzichtet. Tja, der kommt ja auch aus dem Osten. Naja, Leute, so ist das mit dem Gendern. Und hier in Hamburg will ein Bezirk jetzt Genderverkehrszeichen, Frauen auf Straßenschildern. Und unsere Truppe, die Grünen, haben einen Gendercheck gemacht. Es wird Zeit für eine feministische Regierung. Ich persönlich glaube, die hatten wir schon. Viel zu lange sogar. Ich persönlich würde das Gendern nicht verbieten. Denn daran sieht man, bei wem der Fahrstuhl nicht bis nach oben fährt. Welches Gen humpelt. Bei wem vielleicht auch die Eltern Geschwister waren. Oder wer meiner Meinung nach tüchtig einen an der Murmel hat. Das war Sven vom Politikstammtisch. Einen schönen Sonntag. Grüßt mir die Genderlinge. Bleibt gerade und bis bald.